Hallo und willkommen. Heute sind wir in Stolberg-Harz, der bunten Fachwerkstatt im Südharz. Stolberg-Harz wurde bereits um das Jahr 1000 erstmalig urkundlich erwähnt, als Bergmannssiedlung. Der Bergbau auf Kupfer und Silber ist hier jedoch viel älter. Markenzeichen von Stolberg sind die vielen bunten Fachwerkhäuser im Renaissance-Stil. Das Schloss Stolberg thront hoch über der Stadt als Wahrzeichen. Auf geht's zum Stadtrundgang. Eines der prächtigsten Fachwerkhäuser in Stolberg ist das Museum Alte Münze. Es wurde um 1530 errichtet. Heute findet man hier eine umfassende Ausstellung zur Geschichte des Münzwesens in Stolberg. Der prächtige Seigerturm in Stolberg war Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Er schützte ein Stadttor. Sein Name kommt von einer in der Nähe befindlichen Seigerhütte. Hier wurde Erz zu Metall erschmolzen, ein wichtiger Vorgang.
Das Rathaus Stolberg-Harz wurde um 1450 erstmalig errichtet und später erweitert. An der Fassade erkennt man Innungszeichen der Handwerker. Besonders bemerkenswert ist, dass die Obergeschosse nur über die Außentreppe zu erreichen sind und kein eigenes Treppenhaus haben. Die Neustadt von Stolberg sollte bei einem Besuch auch besichtigt werden. Es finden sich hier viele schicke Fachwerkhäuser und man hat einen guten Blick über Teile der Stadt und auf das Schloss Stolberg. Das Schloss Stolberg stammt aus dem 13. Jahrhundert. Um 1600 wurden Teile im Stil der Renaissance erweitert. Vom Schloss aus hat man einen hervorragenden Blick über den gesamten Ort Stolberg. Thank you.
Das Josefskreuz auf der Josefshöhe bei Stolberg-Harz ist ein Aussichtsturm. Er wurde um 1890 in Stahlfachwerkbauweise errichtet und gibt einen ausgezeichneten Überblick über die damalige Bauweise. Vom Josefskreuz aus hat man einen hervorragenden Blick auf den Harz bis weit in das Vorland hinein. Damit endet unser Besuch in der bunten mittelalterlichen Fachwerkstatt Stolberg-Harz. Wenn Ihnen der Clip gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir und abonnieren Sie meinen Kanal. Sie finden hier viele weitere Videos über historische Orte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.